Ja, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Ich bin euer Pranks und ich versuche noch ein bisschen hier bei Twitch die Einstellung gut hinzukriegen, dass es auch flüssiger wird beim Anschauen. Ich habe gemerkt, im ersten Video hat es sehr stark geleckt, beim zweiten Video war es teilweise recht unscharf, da hat das von der Übertragung nicht ganz gut funktioniert. Das ist jetzt der dritte Versuch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Gleichzeitig. Ah, wird was machen, fällt mir gerade ein. Gleichzeitig natürlich wollen wir auch. So. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch bei Overwatch weitermachen. Ich werde das Ganze hoffentlich etwas im Auge behalten können. Und schauen, ob das Ganze jetzt ein bisschen besser läuft. Ich hoffe, es läuft jetzt besser, wie gesagt, von Twitch, von der Übertragung her. Denn es ist noch gar nicht so einfach für mich jetzt, das herauszufinden, wie ich das am besten mache. So, und wir sind jetzt hier beim wievielten? Beim siebten müsste das sein. Beim siebten Match. Einstufungsmatch, genau genommen. Und ich hoffe, dass wir uns hier ein bisschen besser schlagen können als wie bei den zwei vorigen Matches. Letzte haben wir gerade so gewonnen, Gott sei Dank. Aber das war ein harter Kampf. Also ich hoffe, dass wir dieses Mal jetzt hier etwas effektiver gegen den Fight vorrücken können. Jetzt nicht gesehen, dass die von hinten gekommen sind. Und das hat mir jetzt natürlich das Genick gebrochen, entsprechend. Und da verlieren wir gerade den Punkt, das ist gar nicht gut. Wie gesagt, gar nicht gut. So, ich habe nicht gedacht, dass er hinter mir und verteidigt den Punkt. Ich habe mich jetzt so auf den Reinhard konzentriert, dass ich da jetzt gar nicht drauf geachtet habe. Also, gar nicht gut. Wurden da jetzt relativ schnell überrannt, was mir jetzt gar nicht gefällt. Aber okay, das heißt ja noch nichts eigentlich. Das heißt ja nur, dass wir jetzt überrannt wurden. Aber wir können immer noch Schaden austeilen. Und versuchen, den Gegner in die Knie zu zwingen. Ich hoffe, das passt jetzt so alles mit den Einstellungen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen laggy ist. Das werde ich aber erst sehen, leider erst, wenn ich das Video abgeschlossen habe. Aber die CPU läuft bei mir ja nicht ganz gut. Also mal schauen, ob das jetzt so funktioniert oder nicht.
wie die Aufnahme am Ende sein wird. Ich schaue es ja nebenbei am Laptop an, an so ein kleines Netbook eigentlich, genau genommen. Nicht MacBook, sondern Netbook. Das heißt, kein vollwertiger Laptop, sondern was Kleineres eigentlich. Und der ist ja teilweise von der CPU nicht so gut und auch von läuft übers WLAN. Und auch der Akku wird langsam leer. Das heißt, vielleicht liegt es am Netbook, dass es momentan so ein bisschen schwächelt. Da versuche ich das Ganze ein bisschen im Auge zu behalten, nämlich. Widowmaker hat mir jetzt dann ein paar böse Treffer versetzt. Aber das heißt ja nicht, dass ich damit nicht unbedingt klarkomme. Das heißt nur, dass sie mir ein, zwei böse Treffer versetzt hat. Ja, ich versuche mal ein bisschen Druck zu machen auf den Punkt. Aber sehen wir uns ehrlich, alleine komme ich da nicht gut ran. Gut, das ist mein Team weiter vorne. Brauche ich jetzt auch nicht Lust hinzurennen. Das war schon ein bisschen besser, auch von der Organisation her sind wir mehr als Team jetzt vorgegangen. So, oh. Sehr schön. Also weiter nach B. Jetzt nicht besonders berauschend. Ha! Wenigstens habe ich sie damit erwischt. Wenigstens etwas. Also, das sind dann diese Glückstreffer, die man auch manchmal braucht. Da ist jetzt noch in meiner, ich weiß gar nicht, wie die heißen. In meine Todesfalle. Reingetappt. Weil wenn Junkrat stirbt, ich würde mal sagen, wenn Prinks stirbt, aber gut, Prinks und Junkrat, das sind schon sehr nah beieinander. Die sind eine Person. Dann lässt er ja diese Bomben fallen. Welche entsprechend effektiv sind. Wenn man genau drin steht, zumindest. Ja, Trace hat zwar wirklich wenige Trefferpunkte, das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie einfach so schnell Schaden austeilt, dass ich da nicht hinterherkomme. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber es war effektiv. So. Ein weiterer Angriff. Und wir haben unser Ultimate aufgeladen. Das heißt, ich werde schauen, dass ich das effektiv raushauen kann.
shit, genau nicht. Ja, schade. Ich wollte ihn eigentlich runterschubsen mit meiner Mine. Leider hatte ich das Problem, dass ich dafür zu spät. Nein, Blödsinn, nicht zu spät, aber er hat halt. Ja, er hat sie zerschossen. Ich glaube langsam, dass das hier die falsche Seite ist, von der man nicht angreife. Ich glaube, ich sollte mal die andere Seite versuchen, aber. Da habe ich kein gutes Gefühl bei. Das Ding würde ich jetzt mal als Diva versuchen, ein bisschen mehr Standhaftigkeit zu beweisen. Auf gut Deutsch, sie hält mir aus. War auch nichts unbedingt. Wir haben noch 3,5 Minuten. Das Team soll noch ein bisschen jetzt alle Richtungen zerschlagen. Und da weiteres mal rein. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr eng. Ich glaube, es wird zu eng. Sehr schön, danke. Shit. Schade, war knapp. War sogar sehr knapp. Wir müssen aber weiter unbedingt diesen Druck aufrechterhalten. What the heck? Das war jetzt nicht ganz gut getimed, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber je nachdem habe ich ein bisschen Angst bereiten können und sie. Hallo? Und sie aus dem. Ja, aus der Reserve locken können. Einen habe ich mit erwischt. Mit erwischt. Habe ich mitgenommen in den Tod. Engaged.
Uncool. Ja, 10 Sekunden, das wird nichts. Noch 3. Also jetzt sind es 2, 1. Das war nichts. Ja, so kann es gehen. So sollte es aber nicht gehen. Ich finde gar nicht, dass ich so schlecht Schaden gemacht habe. Ich gebe mir selber jetzt mal den Like. It's nice to feel appreciated. So, like den, ne? Das Vote. Ich habe euch überraschend viel Schaden verursacht eigentlich. Aber okay, gut. Auf solchen Lorbeeren soll man sich ja nicht ausruhen. Ich, also eigentlich habe ich ja gehofft gehabt, dass ich mich im oberen 50, in den oberen Rängen zurechtfinden werde. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ich werde ganz kurz was nachschauen. Weil... je nachdem... ich sag dir, was ich nachschaue. Und zwar, ich schaue gerade nach, wie die Übertragung selber läuft. Denn... es macht ja keinen Sinn, dass ich das Video weiter aufnehme, wenn die ganze Übertragung sehr, ich sag jetzt mal, schwankend ist. Weil... aber nein, es scheint ja eigentlich ganz gut zu sein. Je nachdem... nee, wir lassen das so laufen. Das passt so. Entschuldigung für die Unterbrechung. So, wir gehen ins nächste Ranglistenspiel. 8 von 10. Vielleicht haben wir diesmal etwas mehr Glück. Zumindest haben wir ein paar höhere Levels mal bei uns drin. Level 60 und 80. Also da kommt ordentlich was zusammen. Und ich nehme wieder meine Paradedisziplin. Den Junkrat. Wie gesagt, ist einfach mein persönlicher Liebling. Macht dementsprechend... achso. Macht entsprechend... hohen Schaden, sag ich ja mal. Aber gleichzeitig... ist er sehr unpräzise eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Aber das genau macht es, also nicht das macht es gerade dazu mein Liebling, aber gerade die Mischung ist dann doch eher ganz okay, sag ich ja mal. Also wenn er trifft, macht er viel Schaden, hab letztes Mal schon gesagt. Wenn er trifft, macht er viel Schaden. Dafür ist aber nicht besonders gut beim Zielen, weil die Schüsse mehr oder weniger Glückssache sind. Aber das ist etwas, das ich sehr gut gebrauchen kann. Eine ganze Menge Glück. Immerhin habe ich den Tag ausgeschalten. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die dann doch wieder das Ganze wieder positiv gestalten. Wenn es so gut ist, der Tank, der dann nicht mehr dabei ist. So. Setzen das Gebiet hier ein bisschen unter Druck. Versuchen zumindest. Der Erfolg ist da leider etwas, ja, ich sag jetzt mal überschaubar dazu.
Und das war jetzt auch nicht unbedingt berauschend. Aber vielleicht können wir über die Seite kommen und mit dem Rad vom Junkrat. Ein bisschen Stimmung verbreiten. Immerhin habe ich den Lucio mitnehmen können. Takes a licking, keeps on ticking. You'll like this one. Schaut eher schlecht aus. 80%. Stop me if you've heard this one before. Und auch diese Runde scheint verloren. Also sie scheint nicht verloren, sie ist verloren. Gut. Auch das war nichts. Das Düff. Damit haben wir nicht das Ziel erreicht. Und hier werden wir einmal auf Pharaoh umsteigen. Nein, 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 hier bleiben wir beim Junkrat. Entschuldigung. Was rede ich denn? Patch a Map. Ich dachte, wir sind bei einer anderen Map gerade. Na, wir bleiben auf jeden Fall bei Junkrat bei dem, weil wir haben hier relativ enge Gänge. Und das ist ganz praktisch, weil der Flächenschaden von Junkrat kann entsprechend da sehr viel drehen. Wir haben ein Teammitglied, was nicht mehr dabei ist. Das ist ganz schlecht. Aha, Mist. Das war nix. Wir haben zwar ein bisschen was Schaden ausrichten können, aber im Großen und Ganzen war das genau gar nichts. So, und der Gegner hat den Punkt eingenommen. Das war ein gegenseitiger Kill. Ich habe versucht, zurückzukommen von meinem Mitspieler, aber ich glaube, ja, wobei ich glaube, ich habe es sogar geschafft in dem Moment. Punkt gehört immer noch den Gegnern. Ja, gut, da war ich jetzt ein bisschen blöd gestanden. Nicht so offensichtlich hinstellen, wenn man unbewaffnet ist. Wir sind kurz vor der Übernahme von Punkt C. Das war ein direkter Treffer. Und der Gegner übernimmt schon wieder den Punkt.
Da sind aber gleichzeitig mehr als gestorben. Nein! Wir müssen den Punkt einnehmen und mit... Ja, das ist super. Schnellstmöglich zum Punkt. Und jetzt spinnt schon wieder meine Tastatur und meine Maus. Ah! Beschissener Zeitpunkt! Weggekonnt. Ich hab nicht weggekonnt. Und ich muss doch mal meine Tastatur an- und ausstecken, denn die will heute gerade nicht so, wie ich will. Das gefällt mir gar nicht. So, weiter geht's. Und ich sehe schon, dahinter mir steht anscheinend die May. Ja. Ah! Noch erwischt! Schwein gehabt! Nein! Ah! Verdammt! Noch einmal! Das gibt's doch nicht! Aber cool! Genau solche Matches machen es doch erst so spannend, die so gerade so auf den letzten Sekunden sich entscheiden. Bei 99 zu 99 und es geht nur um diese letzte Sekunde und du denkst dir nur so, ah, ja, genau. Das sind die Matches, die wir mögen und lieben. Ja, der kam von oben. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet gehabt, wirklich. So. Punkt ist umkämpft.
Wie hat die mich jetzt so schnell umgebracht? Ich habe gerade ein neues Lebenspack aufgesammelt gehabt. So, mein Ultimate ist bereit. So, wir haben zumindest die Mail ausgeschalten. Ich habe das Glück, stehen genug Leute bei meinem Tod zusammen, dass ich sie mitreißen kann. Leider kein einziger. Ah, das gibt's doch nicht. So, weiter. Rein, rein, rein. Und versuchen, den Punkt einzunehmen. So wie immer. Und nicht anders. Ich habe immerhin noch zwei mitgenommen. Ich weiß noch nicht wie, aber... Aber wir haben auch das Match verloren. Das war nicht so gut. Also auch hier... Ja. Drei, vier. Ein Vierer-Kill kann man und auch ein Fünfer. Okay. Das kann sich gesehen lassen. Das heißt aber eine weitere Niederlage fürs Platzierungsmatch. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und schon wieder zwei Niederlagen. Das heißt, mit etwas Glück wird das Finale jetzt ein bisschen spannend, ein bisschen besser. Jetzt überlege ich gerade. Gib mir einen ganz kurzen Moment. Wie heißt es denn jetzt? Denn so sind wir nicht alleine. Gib mir zwei Minuten. Dann bin ich wieder da. Und nicht alleine, sondern... Dann sind wir schon zu zweit entsprechend. Ja. Wie gesagt.
Dann holen wir uns nämlich noch den Krexi dazu. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nur entsprechend Connected. mich im TS verbinde. Channel created. So. Gib mir kurz ein paar Minuten, dann geht's weiter. Und dann zu zweit, wie gesagt. Ich mache hier vielleicht einmal kurz eine Aufnahmepause, ja. Ich freue mich, wenn ihr gleich wieder dabei seid. Gib mir 2, 3 Minuten, dann steige ich mit dem zweiten mit ein. Das wird uns sicher noch ein bisschen spannender. Und dann gehen wir das Ganze im Team an. Im großen Team, also sowohl wir sind ja ein Team, aber dann der Lexi ist auch noch mit dem Team und dann werden wir euch zeigen, wie gut wir wahrscheinlich verlieren können. Also, wir sind ja mal ehrlich an dieser Stelle. Okay, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr gleich wieder mit einschaltet. Ja, bis gleich.